Not in New Orleans, some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wir haben gerade gesehen, wir waren jetzt bei einer Dampftrain, aber die dampft gar nicht. Echt schade. Aber gut, willkommen wieder hier zurück. Ich habe mir die Maps schon wieder angeguckt, habe mir überlegt, was kann man jetzt eigentlich machen? Was kann man denn als nächstes Ziel denn erfassen? Erstmal lassen wir mal doppelte Geschwindigkeit vorlaufen. Und ich bin ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Also richtig habe ich keinen blassen Schimmer. Wir wollten, glaube ich, einen hier hinten reinfahren. In dieses Dreieck. Ist jetzt natürlich die Frage. Ich habe jetzt auch überlegt, mir hier noch welchen ranzuholen. Einen, der hier abfährt. Damit man noch ein bisschen Essen einfahren an Geld. Weil Essen bringt im Moment nichts. Aber sonst diagrammmäßig für einen Finanzmäßig. Naja, okay. Ich glaube, ich sag mal lieber nichts. Wir haben ja zwei Fahrzeuge drauf. Die Sache ist nur, wir kriegen zu wenig Essen, fällt mir jetzt wieder auf. Viel zu wenig Essen wird hergestellt. Ist das der erste Zug? Ich weiß es nicht mehr. Zug 2 oder Zug... Nee, ja, Zug 2. Und dann Zug 1. Genau, der ist der neue. Und der fährt jetzt hinten ran. Also er liefert jetzt ab. Und der muss ja was einnehmen. Oh, ob das was gut wird. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn ich das mal hier viel zu wenig Essen herstellen. Gut, aber ich glaube, das wird auch nicht lange im Plus bleiben. Die Sache ist, hier oben wird bestimmt genug langsam sein. Mittelmäßige... naja, viel zu wenig eigentlich. Ist die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, wenn ich das hier oben, dieser See zum Beispiel, mit Essen jetzt langsam versorgen möchte, dann würde ich das ganz anders machen. Dann würde ich hier unten die Versorgung anzapfen. Ich glaube, das fangen wir mal an. Ich hoffe mal, es wird was. So. So, die erste zwei Bahnhöfe sind jetzt verbunden. Die nächste Sache ist, dass wir jetzt den Bahnhof hier unten mit der Stadt umverbinden. Ich habe schon geguckt, wo wir ungefähr hin müssen. Das habe ich schon vor der Aufnahme gemacht. Und da kommen wir eigentlich von hier unten relativ sehr, sehr gut ran. Ich hoffe nur, das Geld reicht. Also einen Zug können wir, glaube ich, nicht draufsetzen. Also dafür mal im Moment noch zu wenig Geld. So. Jetzt müssen wir mal von der Straße abweichen. Und in einen großen Bogen ringsherum fahren. Weil wir müssen hier hinten hin. Ich kann es nochmal zeigen. Oh, das war die falsche Stadt, die ich vorhin geguckt habe. Scheiße. Wir müssen hier hinten hin. Ja, okay. Wo muss man denn eigentlich? Hä? Hier hin. Also das heißt, hier drüben so rein. Ach du Scheibenkleister. Das kann ja... Oh. Unser Busverbindung ist wohl unterbrochen. Machen wir mal kurz Stopp. Setzen mal kurz unseren... Also müssen wir mal gucken. ÖPNV, Dieter See. Ist jetzt unterbrochen. Haltestelle, Bushaltestelle passen nicht zu... okay. Machen wir es eben so. Ist auch kein Problem. Macht da eben hier noch eine kurze Biegung rum. Passt. Bin ich einverstanden, können wir wieder Play machen. So, und jetzt ist die Sache, wir müssen hier wieder rüber. So, sieht doch relativ schick aus, die Strecke. Relativ kurz, relativ schick, naja, ist so eine Ansichtssache. Noch hier die beiden verbinden miteinander. Unsere Signalsteuerung wieder rein. Und dann geht es auch wieder los. Es geht ja schon lange los. Wir müssen dann nur noch einen Zug draufsetzen. So. Von hier aus Ausfahrtssignal, hier das Einfahrtssignal. Das gleiche hier nochmal. Hier bumme das Ausfahrtssignal und hier das Einfahrtssignal.
Obwohl das Einfahrtsignal eigentlich hier rein muss. Er ist Ausfahrt so. Und hier ist Einfahrtsignal. Und das war's. Fühlt's aus. Wir müssen ja jetzt nur noch warten, müssen wir irgendwie mal Züge draufsetzen können. Das wird ja jetzt noch einen kleinen Moment dauern. In der Zeit können wir ja mal gucken, wo wollen wir eigentlich unseren Dings hinsetzen, unseren Zugabfertigungsgedöns. Ich glaube hier drüben mal. Ja, was schick ist, ist jetzt relativ, aber doch, fürs erste wird es reichen. So, dann eben hier noch ein Signal hin und hier nochmal ein Signal hin, dass er etwas rausfährt. Und dann können wir jetzt mal warten, bis wir wieder das Geld haben. Obwohl, wir können ja schon mal gucken, wie viel können wir jetzt schon mal dran bauen. Jetzt müssen wir uns natürlich auch fragen, wollen wir mehr PS und mehr Zugkraft haben? Dann nehmen wir uns hier die kleine preußische Typ 3, die BR-89. Oder wir nehmen uns die 53er mit der preußischen Gattung 3. Die ist zwar billiger, kann aber schneller fahren als die T3. Von den beiden sind wir ja komplett erstmal weg. So, und da ist natürlich die Frage, wir haben wenig, haben wir bergauf? Ja, eine lauflose, dreifach gekuppelte Tender-Lokomotive. Eine der ersten Dampflokomotiven, die nach den Normallinien gebaut wurde. Eine dreifach gekoppelte Güterzuglokomotive mittlerer Leistungsfähigkeit der preußischen Staatseisenbahn. Und Ladegeschwindigkeit 1,1. Betriebskosten im Jahr komme ich mit der viel, viel besser. Und 388 ist auch nicht ganz so teuer. Da warten wir mal, bis wir uns die leisten können mit ein paar Fahrzeugen dran. So, ich habe jetzt mal ein ganz kleines Momentchen gewartet. Das war auch nicht ganz so lange, als ich dachte, aber wir haben jetzt 40 hier dranhängen ans der. Jetzt muss man die neue Linie schon mal bauen. Und dran zu denken, dass wir mal hier anfangen müssen. Dann machen das mit dem Doppelten, machen wir jetzt nicht mehr. Da fährt er eben leer hierher, ist mir jetzt auch egal. Dann fährt er eben hier hin. Und wir gucken mal, ob er relativ schnell fahren kann. Er fährt 29, 30. Seine Geschwindigkeit holt er schon ein, das ist kein Problem. Geht auch leicht bergauf. Habe ich nicht gerade schön gebaut, aber gut, okay. So, hier würde er dann das Essen abholen. Ist aber noch nicht. Jetzt hat er bis hoch. Und da erreicht er 100% sich seine Höchstgeschwindigkeit. Und hier sind auch schon 12 Kühe drin. Das ist doch relativ geil. So, das Fell haben wir hier unten auch noch. So, und wir haben hier sehr, sehr viele, die an der Strecke hier warten. Und wir haben die... Oh, hier warten. Oh, hier haben wir jetzt ein paar Fahrzeuge dazu bekommen. Und den ersten neuen Güterfahrzeug, das finde ich geil. So, wir haben die PLM 202. Da muss ich mal kurz hier hingehen. Die kostet schon 1,9 Millionen, kann aber 60 km/h schnell fahren. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt dran? Welche BR? Wir haben noch hier dran, die Borsing. Die Borsing mit den Kleinen. So, jetzt ist die Frage, sollen wir uns die Große holen? Die PLM. Auf der Neu-Ulmner Strecke hier, Neu-Ulm-Drebs, müssten dann mal, wenn dann, gleich zwei Fahrzeuge umtauschen. So. Das wäre aber ziemlich viel, wenn man so überlegt. Weil das sind ja schon allein 2 Millionen für die beiden Fahrzeuge. Und dann bräuchte man auch, würde ich dann gleich die neuen größeren Züge dran machen. Die Abteilwagen will ich gleich dran machen und kosten 255. Weil die können nämlich bis 60 km/h aushalten. Und davon brauchen wir 5 Stück. Also insgesamt 10. Da wären wir insgesamt bei 2.555.000 für beide Loks, die wir umtauschen müssten. Auf eine PLM und jeweils 5 Abteilwagen. 5 Abteilwagen, das heißt, wir haben dann 55 Platz. Würde uns eigentlich reichen, wenn nicht sogar
Viere, weil wir sind ja dann auch schneller unterwegs, wie sich das jetzt rentieren würde. So, jetzt gucken wir mal kurz hier hin, wie voll der Zug ist. Wir haben hier fast einen vollen Zug mit Kühen. Mal gucken, was er macht, wenn ich ihn hier hinten umdrehen lasse. Aber ich will eigentlich schon, dass er die ersten paar Waren mitnimmt. Und wir haben den Landauer. Da können wir unseren alten Pferdekutschen endlich mal umtauschen. Gut, der fährt dort rum, das ist schon gut. Dann können wir schon mal die ersten paar Pferdekutschen umtauschen. Tauschen. Wir fangen hier drüben bei Neu-Ulm an. So, die nächsten Waren kamen an gerade eben. Wie viel kamen jetzt eigentlich an? Genug, um Plus zu machen. Jo. Aber so viel glaube ich jetzt mal nicht. Aber wir werden jetzt erstmal die Pferdekutschen hier umtauschen. So, es sind alle Fahrzeuge. Ticket pro Kilometer 705. Herzlichen Glückwunsch, da will ich nicht gerne mitfahren. So, Fahrzeugersatz. Wir ersetzen den durch den Landauer. Sogar die LOZ-Klosette durch überspringen. Können wir jetzt mal ganz schnell umwechseln. Automatischer Fahrzeugersatz. Ein, ja. So, und ich bin gerade echt am überlegen, ob ich nicht das hier jetzt anlasse. Aber dann setze ich auf 150% die Lebensdauer in Prozent. Ich weiß nämlich nicht, wie lange haben die jetzt ihre Lebensdauer? Die Klosettfahrzeuge? Die nicht die Klosettfahrzeuge. Ah, ich wollte die Landauer haben! Aha. Wieder umwechseln. Die haben ihre Lebensdauer von 15 Jahren. Das bedeutet, also die, nee, die erstmal 30 Jahre. Das heißt, wir haben die Fahrzeuge erstmal 45 Jahre jetzt auf dem Hals. Dann kommt die Fahrzeuge und die wechseln dann um. Dann haben wir eine Lebensdauer von, ich rechne noch 100%. Die müssen sie eigentlich alles eingefahren haben. So. Gucken wir mal, dass es hier reicht. Wir sind bei 600k und hier sind auch wieder 60 Leute. Also in der ersten Fahrt kriegen sie nicht alle mit. Aber in der zweiten Fahrt sind dann alle wieder weg. Ich warte jetzt einfach mal kurz, bis ich mir die Fahrzeuge hier wechseln kann. Die von Neu-Ulm. Aber eins kann ich noch mit euch machen in der Zeit, wo ich warte. Ich kann nämlich den Fahrzeugersatz anmachen. Und kann nämlich sagen, okay, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf. 2,36 Millionen pro... Ach, das habe ich bloß für ein Fahrzeug ausgerechnet. Dann nehme ich glaube ich lieber 2,1, das heißt 4 Millionen gebe ich hier für die Strecke aus. Für eine Lebensdauer von 35 Jahren. Ich mache einfach mal automatisch den Fahrzeugersatz ein und ich melde mich wieder, wenn ich die ersten Fahrzeuge gewechselt habe. So, da ist unser erster Zug gewechselt und er fährt sogar von hier gerade los. Oh, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ganz stopp. Was ist der? Das ist der. Der pfeift auch ganz hoch. 55 Leute. Ihr seht, ich habe doch einen Waggon mehr genommen. Aber 55 km/h ist trotzdem nicht gerade schnell. Aber viel schneller als die anderen Fahrzeuge. Also wir müssen mal gucken, wie schnell die fahren. Der fährt jetzt 60 hier hoch. Also wir warten jetzt 28 Leute. Bis zur nächsten 2 Millionen, würde ich sagen. Also das war jetzt auch ein langer Leidensweg, muss man sagen. Und die Fahrzeuge, die Züge wechsle ich nicht alle 2 Jahre. Das sage ich gleich, weil das wäre viel zu teuer. Also die Fahrzeuge dort gewechselt sind. Also wenn ich alle Fahrzeuge gleichzeitig wechseln würde, muss ich ganz schön Geld einnehmen. Oder eben mit den Prozenten rumspielen. Oh, ich glaube, das geht. Ja. Hm. Aber jetzt am Anfang vielleicht noch nicht ganz so. 32 kostet der mich jetzt der ganze Zug. Naja, gut. Und ich glaube, der Zug kann 40 fahren. Also es wird dann doch schon viel länger dauern. Aber so schnell kommen wir jetzt nicht an die nächsten 2 Millionen. Das wird jetzt eine sehr lange Weile dauern. Nehmen wir mal kurz das hier auf und wir sehen, der ÖPNV Dittersee macht immer noch Minus. Wir haben hier viel zu viel Fahrzeug oben. Ja, wir schicken den hier weg und verkaufen ihn einfach mal. Auch wenn das nicht so viel Geld ist, was dort wieder als Plus reingeht, aber etwas
Plus ist Plus, sagen wir es mal so. So, wir sehen 32 km/h. Ich glaube, der Zug ist bald wieder da, der andere. So, der ist ja schon hier, lädt ein. Gerade mal 22 Leute, 23, richtig lohnt, tut sich das nicht. Hm. Was ist denn, wenn wir den Zug noch rausnehmen und hier eine durchgehende Strecke machen? Vielleicht sogar mit 3 Zügen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen komplizierter, und wenn, dann wollen wir es im nächsten Part machen. Aber erstmal möchte ich noch den anderen Zug hier umtauschen. Wobei ich sagen muss, ich würde den fast gerne wegschicken. Oder was ist, wenn wir den Zug nehmen? Wollen wir mal was gucken. Den auf die Strecke hier hochschicken und den die niedrige Geschwindigkeit Dings hier andersrum. Wir sind 18. Das wäre eine Möglichkeit wert. Das heißt, wir nehmen den Zug. Weil das passt ja sonst nicht. Er wartet ja jetzt, bis der da ist. Und das dauert eine halbe Ewigkeit. Dann würde ich fast schon einen schnelleren Zug hier rübernehmen. Ich frage mich gerade, warum ich das Ganze ja zweigleisig ausgebaut habe. Oder wir nehmen uns einen schnellen Zug und lassen den durchfahren. Die drei Bahnhöfe. So, jetzt habe ich mal die Bahn so einigermaßen verbunden. Ich habe den Bahnhof jetzt hier erweitert. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich den jetzt hier durchfahren lasse. Dann lassen wir nämlich die Linie 2 vom Zug 5 befahren. Haben wir gerade auch noch gesehen, wenn ich das gerade noch eingestimmt habe. Eigentlich ja schon, wenn ich das sage, dann schneide ich das auch alles rein. Dass der Zug 6 da ist, wenn der Zug 5 schon vorbeifährt. Also es ist ja auch schon ziemlich nice. Oh, der kann hier lang fahren, das ist gut. Wir warten auf freie Wege. Achso, ich habe ja das schon alles. Ja, gut, okay. Bin ich mal gespannt, wo der jetzt lang hinfährt. Achso, der fährt ein bisschen. Klar, jetzt wird es ein riesen Problem gehen. Da der Zug viel zu langsam fährt. Der fährt 30. Wisst ihr was? Ich schicke den wieder hier zurück. Das bringt mir nichts. Das bringt mir im Moment nichts. Ich muss alle Züge auf die gleiche Art umbauen ungefähr. Danach können wir vielleicht nochmal weiterreden. Die Linie lasse ich noch da. Wer weiß, ob ich die mal gebrauchen kann. Aber im Moment bringt mir das überhaupt nichts. Bahnhof sieht zwar jetzt so jetzt geiler aus. Aber solange der Zug hier drüben nicht umgebaut ist, baue ich den anderen nicht um. Weil sonst lohnt sich das überhaupt nicht für mich. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch, wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, mit der Hoffnung, dass wir endlich den anderen Zug auch noch umbauen lassen können. Ciao, ciao.